Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wunderschönen guten Morgen. Please follow my Instagram. Yes, please follow his Instagram. Ja. Ciao. Ciao. Wir haben gerade gepackt, also eher gesagt ich. Ich bin ja auch gerade noch ein bisschen am Mangos sortieren. Muss die jetzt gleich noch ein bisschen verpacken, dass ich die auch mitnehmen kann. Und heute Nacht geht's auch schon zurück nach Deutschland. Ich bin echt gespannt. Jetzt gehen wir kurz Klebeband kaufen. Masjid, we go by tape? Yes, we go. Okay. G9 Marcus. Übrigens ist ganz Islamabad in verschiedene Sektoren aufgeteilt. Das ist eine ganz, ganz neue Stadt noch. Die wurde erst später zur Hauptstadt gemacht. Davor war Lahore mal Hauptstadt und Karachi war mal Hauptstadt. Aber Lahore war zu nah in Indien. Deswegen haben sie es wieder rüber geswitcht. Und ja, das ist alles hier ganz modern. Hier halten sich die Leute an Verkehrsregeln. Tuk-Tuks sind verboten in Islamabad, weil die zu viel Abgase produzieren und so. Ist schon recht krass. Islamabad ist wirklich total anders wie der Rest von Pakistan. Ich weiß gar nicht, ob ich das euch schon mal so gesagt habe. Wir haben uns jetzt gerade ein Uber bestellt. Das gibt es jetzt übrigens auch schon in Pakistan. Schaut mal, da steht unser Uber schon. Und wir fahren jetzt kurz zu einem Supermarkt. Our shopping trip successful? Successful. Gotcha. I don't think I'll success this mission because I'm worried about tape. Ah, yes. Masjid dachte, wir finden das Panzertape nicht, haben wir aber zum Glück, denn jetzt kann ich mir eine kleine Tasche bauen für die Mangos. Ja, und es ist heute auch verdammt warm in Islamabad, aber es hat irgendwie doch alles geöffnet. Man kann schon einkaufen. Leute, hättet ihr gedacht, dass es in Pakistan auch ganz viel Transgender-Leute gibt? Also, hätte ich nicht erwartet. Aber man sieht's. Und die ganzen Leute, die Transgender sind hier, können keinen Job kriegen, soweit wie ich weiß, und tun deswegen betteln. Aber Imran meinte zu mir, die sind da dran, dabei die Gesetze zu ändern, sodass die auch arbeiten können. Denkt man gar nicht, wenn man an Pakistan denkt, oder? Dass die das respektieren und so. Ja, und jetzt fahren wir auch schon wieder zurück zum Apartment. Heute Nacht geht auch schon mein Flug. Heute Abend machen wir noch eine kleine Abschiedsparty. Ganz viele Leute kommen zu Imran in die Wohnung und wir bestellen Pizza und lassen es uns gut gehen. Wird bestimmt ganz lustig. Ich spiele ein bisschen Karten und so. Das halte ich mal noch fest heute, den letzten Tag. Masjid und ich haben gerade die Box, die Mango-Box, umgebaut mit Klebeband. Schaut mal, ich glaube, wir haben einen richtig guten Job gemacht. Auch hier richtig schön vom Flughafen mit einem guten Grip. Kann man schön tragen. Sehr nice. Ich habe nämlich 40 Kilo Freigepäck auf dem Flug. Und da dachte ich mir, dann nutze ich die halt auch mal, wenn man schon so viel Freigepäck hat. Und Masjid, you eat mango? Yeah, I eat mango. This one? This one. Is it good? Anwar, yes, Anwar Rathor. Yeah. Special kind of mango. Special kind of mango. Very small, right? Very small, but very tasty. Oh, yes. Ja, die haben hier ganz, ganz, ganz viele verschiedene Arten von Mangos in Pakistan übrigens, dass ihr das auch mal wisst. Und die haben ja auch extrem gute Mangos. Meiner Meinung nach die besten Mangos, die ich jemals gegessen habe. When you make mango hard, okay? So, like, this is Pakistan style, okay? You make it soft? Yes, soft. With your fingers? Yes, with fingers. Very politely. Yes. Also Leute, Pakistani style, die Mango einfach weich kneten mit den Fingern. Also, wir zeigen euch jetzt mal, wie man Mangos hier isst. This, like... Ja, und ihr seht, hier oben kommt jetzt schon der Saft raus. Juice coming? Yes, juice is coming. Put in outside this. This? And yes, enjoy. You remove this part? Yes, this part remove. Okay, show yeah, us. Actually. And eat. Yes. You try this?
Okay, I try. Okay. Ich probiere jetzt mal so eine Mango. Ich habe die selber auch noch nicht probiert. Das sind jetzt die aus der Kiste. Bin mal gespannt. Und man nimmt jetzt einfach die Mango hier und nuckelt da dran. Mm. Wow, very tasteful, very sweet. Mm. Very nice, Masjud. Okay. Okay, schmeckt sehr gut, Leute. This is great. Yes, it's great. Yeah. Very great. From Hindustan Mango. Hindustan Mango, yes. Leute, die Mango schmeckt sehr, sehr gut. Ja, ich bin froh, dass ich davon jetzt 5 Kilo habe. Nice. Meine Lieblingsfrucht ist übrigens Mango. Nur, dass ihr es wisst. We're listening Pakistani music. And follow me on Instagram, please. Please, please, baby, baby, German Bachi, German Bachi, come here, okay, bye bye. बचपन में पता नहीं कौन सी आंटी ने नई नई बारबी देखी होगी, उसने आगे कह दिया कि बारबी डॉल. Die Jungs sind alle vorbeigekommen, um meinen Abschied noch ein bisschen zu feiern. Hallo. Hi. Iman ist auch wieder am Start. Go back, Germany, dude. Yes, I'm going back. Miss us. Yes, I will miss you. Yes. I love you, Germany. Hey, okay. Germany, hi. Take care of my friend, Germany. Okay. Okay. Love you. Thank you so much. So süß. We will wait. Ja, und jetzt, ich habe die Jungs auch noch gerade auf Pizza eingeladen, sorry. Schaut mal hier. Und hier steht mein Mango-Paket. Ja, ich bin jetzt gerade am Packen. Wir gehen nämlich noch mal ein bisschen raus, ein bisschen was essen. Jo, jetzt sitzen wir auch schon im Auto. Ich gehe noch was essen, Leute, und dann fliege ich auch schon wieder nach Hause. Wir sind jetzt noch kurz in seinem Mobile Shop hier. Ah. Yes. Wir müssen nämlich noch bei mir aus dem Laptop die Batterie rausbauen, weil die ist nämlich auf, also die bläht sich auf und es wäre nicht so geil, wenn die im Flugzeug anfängt zu fackeln, weil durch die luftdichten Veränderungen, die sich dann noch mehr ausdehnen würde. Deswegen, warte, ich zeige euch das mal. One second. I want to show. Schaut mal, Leute, seht ihr das hier an dem Trackpad? Man sieht so ganz leicht, wie sich das aufbiegt. Leute, schaut euch das mal an, wie aufgebläht das hier ist. Sieht gar nicht gut aus. Die Batterie ist draußen und ich nehme die jetzt mal sicherheitshalber mit nach Deutschland. Vielleicht kann ich meinen Laptop mal irgendwie einschicken oder so, dass die mir die Batterie tauschen. Schauen wir mal. Aber die ist schon echt relativ aufgebläht. Wir waren noch ein bisschen draußen unterwegs und haben uns gerade noch eine Soda gegönnt. Das schmeckt richtig cooles Zeug. Und jetzt fahren wir auch schon zum Flughafen. We go to airport? Ja, yeah, ja. Yeah. Okay. You go airport? Yes. Oh. Okay, cello. 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 Germany, cello. Ja, die Jungs haben mich jetzt alle noch zum Abschied zusammen zum Flughafen gebracht. Richtig cool. Und ja, das war's von Pakistan, Leute. Ja, bye bye. Bye bye. See you again, inshallah. Yes, please follow me on Instagram. Bye bye. Bye bye. Love you. Ja, jetzt geht's weiter für mich, Leute. Jo, Pakistan war cool. Ich liebe die Jungs einfach. Ich muss nächstes Jahr wieder kommen. Übrigens bin ich jetzt am neuen Flughafen von Islamabad und das sieht verdammt schön aus, Leute. Ja. Ich zeige euch den auch gleich mal noch von innen. Jo, Leute, ich sitze im Flugzeug und wie ihr sehen könnt, ich habe schon wieder eine komplette Viererreihe für mich alleine. Richtig nice, Mann. Und jetzt bin ich auch schon in der Türkei, Leute. Ich habe richtig gut gepennt, 5 Stunden im Flugzeug und ja, nächster Stopp, Deutschland.
Ja Leute, noch 2-3 Stunden, dann bin ich endlich da. Ich bin schon so gespannt, endlich wieder in Deutschland zu sein, meine ganze Familie zu sehen und alles. Ich bin angekommen, Leute, aber irgendwie sieht es nicht aus wie Deutschland, wo ich hier bin. Irgendwie, ich glaube, das Flugzeug hat irgendwie am falschen Flughafen angehalten. Ganz merkwürdig. Wo bin ich denn? Schaut mal. Das ist alles vorne mit Ahornblättern. Wo könnte ich denn sein? Ich habe mir jetzt gerade einen Shuttle in die Stadt besorgt. Schaut mal. Damit fahre ich jetzt zum Hotel. Und dann erzähle ich euch mal noch ein bisschen mehr, was hier genau passiert. Ja Leute, ich habe es geschafft. Ich bin in meinem Hotelzimmer angekommen, wie ihr sehen könnt. Und ja, es war eine lange, lange Anreise hierher nach Kanada. Ja, ich war auch zwischendurch mal kurz in Deutschland für 5 Nächte. Und ich habe gedacht, ich mache einfach mal einen kleinen Witz und ziehe den gleichen Pulli wieder an, dass es nicht auffällt. Und dann bin ich auf einmal in Kanada. Und der Kontrast zu Pakistan ist schon verdammt krass, Mann. Ja, und ich gehe jetzt duschen. Später um 8.30 Uhr treffe ich mich mit den ganzen anderen Leuten, die auch noch auf dem Trip mit dabei sind. Und zwar wurde ich nach Kanada eingeladen. Und zwar von einer Firma, die heißt Trek America. Und die bietet einfach so Trekking-Reisen an. Und jetzt wisst ihr auch schon, was wir machen. Wir gehen auf eine wöchige oder eineinhalbwöchige coole Trekking-Reise quer durch Kanada. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ich habe da mega Bock drauf gehabt, weil Kanada, wie ihr wisst, ist verdammt teuer und ich wurde eingeladen, ich kann das sozusagen umsonst machen, richtig nice, auch die Flüge und so waren umsonst und vielleicht bleibe ich nach dem Kanada-Aufenthalt, vielleicht nehme ich meinen Rückflug nicht. Ja, und dann könnt ihr mal raten, wo es als nächstes Land dann hingeht. Ja, und ich gehe jetzt mich kurz fertig machen und ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war's für dieses Video und ich filme heute einfach nichts mehr. Ihr seht dann die ganzen Leute, mit denen ich dann unterwegs bin, alles morgen und alles. Und ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Seid gespannt, was wir so machen hier in Kanada. Ich weiß es selber auch noch nicht so ganz genau. Die haben uns den Tourplan nicht ganz verraten. Die wollen nämlich ein bisschen die Spannung hochhalten, was ich ganz cool finde, weil ich jetzt auch schon leicht aufgeregt bin. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.